Was ist los bei der Bayern-SPD? Gleich mehrere prominente Genossen kündigten vergangene Woche ihren Abschied aus der Bundespolitik an. Unter ihnen Florian Pronold, der die Politik ganz verlässt, und Natascha Kohnen, die Bayern-SPD-Vorsitzende, die sich aus Berlin nach Bayern in den Freistaat zurückzieht. Fast wirkt es so, als verlasse jeder, der das sinkende Schiff, der noch rechtzeitig kann. Christian Stücken mit einem Stimmungsbild. Mehring bei Augsburg, Samstagabend. 100 Jahre Feier des SPD-Ortsvereins. Auch Natascha Kohnen ist da. Ein Besuch in turbulenten Zeiten. Vor wenigen Tagen hat sie überraschend ihren Rückzug als stellvertretende Bundesparteivorsitzende angekündigt. Zu vieles, was sie dort nicht mittragen könne. Besonders bei der Migrationspolitik gibt es ein sogenanntes geordnetes Rückkehrgesetz, das kann ich auch von meiner Wertvorstellung, von meinem Wertekompass nicht teilen. Und das überschreitet einfach das, was ich auch vertreten kann. Die SPD in der Krise. Auch Natascha Kohnen steckt als Vorsitzende der Bayern-SPD nach wie vor mittendrin. Die älteste Partei Deutschlands rutschte bei den Landtagswahlen fast in die Bedeutungslosigkeit ab. Die Bayern-SPD, ja, schade, dass sie halt so rumhängt. Dass es so weit unter 10% runterfällt, ist schon sehr traurig. Wir hatten früher in Schwaben doppelt so viel Landtagsabgeordnete, jetzt haben wir noch zwei. Es rumort in der SPD. Viele Mitglieder sind frustriert. Beispiel Münsing am Starnberger See. Hier hat sich nach 26 Jahren der SPD-Ortsverein aufgelöst. Vor die Kamera wollen die Genossen nicht. Doch auch für den Münsinger Bürgermeister Michael Grasel von den Freien Wählern ist das ein Verlust. Wer mit Helmut Schmidt aufgewachsen ist, empfindet das schon als Wegfall einer Volkspartei. Noch dazu auf der kommunalen Ebene. Es gibt auch wenig Bürgermeister von der SPD momentan, auch bei uns im Landkreis keine. Und das sehen wir schon als Veränderung und Einschnitt. Auch Martin Burkhardt aus Nürnberg verändert sich. Er ist bayerischer Landesgruppenchef in der SPD-Bundestagsfraktion und legt jetzt nach 15 Jahren sein Bundestagsmandat nieder, um stellvertretender Vorsitzender der Eisenbahngewerkschaft EVG zu werden. Keine leichte Entscheidung, sagt er. Ja, ich bin damals in die Politik, wie Gerhard Schröder noch mal angetreten ist und knapp verloren hat, 2005. Seitdem haben wir Verluste. Da hilft es ja nichts, wenn man als Einzelner 10-12% über der Partei ist. Man tut zwar Möglichstes, man ist rund um die Uhr unterwegs, wie man sieht. Aber es tut weh, natürlich. Und dann geht noch Florian Pronold. Der Staatssekretär im Umweltministerium wird Gründungsdirektor einer Stiftung. Vor Jahren galt er als Nachwuchshoffnung der Bayern-SPD. Das ist jetzt vorbei. Länger als 20 Jahre im Deutschen Bundestag zu bleiben, das wollte ich nie. Ich will etwas anderes machen. Und jetzt höre ich ein bisschen früher auf als geplant, weil eben was Spannendes, was Tolles auf mich zukommt, was mir unheimlich Freude macht. Und ein bisschen Freude im Leben will ich außerhalb der Politik auch noch haben. Auflösungserscheinungen bei der SPD. Beim SPD-Stammtisch in Grassau am Chiemsee will man davon nichts wissen. Hier stellt die SPD seit 18 Jahren den Bürgermeister und hofft, dass das auch nach den Kommunalwahlen im März so bleibt. Wir sind sehr positiv gestimmt und ich hoffe, dass einfach dieser Antrieb von unten wiederkommt, dass auch für Bayern und für den Bund die Stimmung in der SPD steigt. Durchhalten, bis die Kurve wieder nach oben geht. Hier in Grassau glauben viele, dass die SPD dazu einen Neuanfang braucht und raus muss aus der Großen Koalition. Zu dem Zeitpunkt, wo die SPD nicht mehr Teil der Großen Koalition sein wird, wird das mit Sicherheit auch auf Landesebene für uns bedeuten, dass wir keinen so starken Gegenwind mehr haben. Dass durch eine Erneuerung der Partei vielleicht neue Personen wieder die Politik der SPD, so wie es einmal war, gut verkaufen können. Erneuerung, das heißt für die Jusos in Bayern vor allem Verjüngung. Für sie passt es deshalb, dass altgediente Genossen jetzt den Weg freimachen. Die SPD war immer dann stark, wenn sie den Menschen sagen konnte, nicht wie sieht deine Lebensrealität in 10 Jahren aus, sondern wie sieht es in 20, wie sieht es in 30 Jahren aus. Bei der 100-Jahr-Feier in Mehring können sich viele dem anschließen und wollen nach vorn schauen. Das gilt auch für Natascha Kohnen. Chefin der Bayern-SPD will sie bleiben, trotz aller Turbulenzen.
Auf der anderen Seite sind wir auch dabei, die Partei tatsächlich Stein für Stein umzudrehen und die Strukturen zu verändern. Wir müssen das große Schiff SPD, so wie wir es auch auf der Bundesebene machen, auch in Bayern zackig, wendig machen. Das heißt, Strukturen echt verändern. Die SPD ist angeschlagen, ringt mit sich und um den richtigen Kurs. Sie muss bald zu einem Ergebnis kommen. Sonst steht ihre Zukunft in den Sternen.